Oh, der eine. Diesmal verbündet er ja sogar schneller, damit die Einheiten zu töten als ich. Bling, bling, bling. Überall diese Heilung. So, ich kann theoretisch. Hallo. Danke. So, Heilung da rein. Habe ich hier irgendjemanden in der Nähe, der noch EP braucht? Nee, ich habe eigentlich nur noch hochlevelige Einheiten. Ich habe gar nichts mehr hier, was ich... ich habe gar nichts mehr, keine Opfereinheiten mehr, fällt mir auf. Das ist auch das Problem. Ich möchte das jetzt gerade durchspielen, ohne dass eine meiner Einheiten stirbt. Und das ist eine Sache, die eher selten funktioniert. So, geh ich mal hier. Ach nee, eigentlich kann ich auch hier, ich kann den auch angreifen. Nee, den kann ich nicht. Macht zu viel Schaden. Heilung. Heilung. Kein Verlangsamen. Und ich habe die Runde nicht gespeichert. Dabei sollte ich das in meiner aktuellen Situation auf jeden Fall tun. Hey, der Bogenschütze lebt immer noch. Kann ihn jetzt mal endlich jemand killen? Das wäre angenehm. Ah, komm. Pack. Ich finde dieses Keulengeräusch so befriedigend. Zumindest wenn es meine Trolle sind. Wenn es die gegnerischen Trolle sind, dann ist es das Gegenteil davon. Ey, der hat den ja kaum angegriffen. Schade eigentlich. Schade. Ach, der hat eine Unterstützungseinheit stehen. Sicher jetzt erst. Plöpp. Und schon hat er wieder volles Leben. So. Was gut ist, dass ich jetzt Bogenschützenreichweite habe. Ich kann den immer noch verlangsamen. Das hat ihm nicht gefallen. Acht, sieben. Alles keine guten Werte. Auch schade. Ah doch, ich kann ihn doch killen. Könnte. Könnte ihn killen. Ha. Ja. Ja. Viel zu tun gibt's hier eigentlich nicht mehr. Ich meine, ich hoffe, dass der Elf jetzt gleich rauskommt, dass ich nicht mit meinen Einheiten langsam zu ihm hinlatschen muss. Das wird mir dann irgendwie doch ein bisschen zu lange dauern. Aber sonst. Braucht die Trolle auch eigentlich gar nicht. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte der Runden gebraucht, ist auch ein gutes Ergebnis. Oh, natürlich lässt er mich den ganzen Weg zu sich hinlatschen. Aber nix einfach sein. Na, nee. Nee, nee, nee. Ich möchte zurück. Ich sollte diese Runde auch auf jeden Fall zwischenspeichern. Genau. Es tut mir übrigens leid, dass man die ganze Zeit meine Tastatur hört. Ist eine mechanische, weil ich, keine Ahnung, ich mag die mechanischen lieber, aber. Ich kann es leider kaum verhindern.
Beziehungsweise ich könnte mir ein Silencer-Kit holen, aber ich habe mich noch nicht weiter danach umgeguckt. Oder überhaupt danach umgeguckt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es das für meine Tastatur gibt. Die ist nämlich auch schon ein paar Jahre alt. Da ist das ja immer so eine Sache. Zack. Ja, ich denke, nächste Runde ist der Tod, falls er es jetzt nicht hinkriegt, eine meiner wertvolleren Einheiten zu töten. Naja, mal gucken. Und ich muss auf jeden Fall in der nächsten Map weniger der hochgelevelten Einheiten einberufen. Sondern mich eher auf die schwächeren Einheiten verlassen. Beziehungsweise schwächere Einheiten ausbilden, damit meine Hochleveligen auch einigermaßen gut geschützt sind. Ja, lohnt sich eh nicht mehr hier irgendwas zu tun. Bis ich irgendwo bin, habe ich schon alles getötet. Ja. Spielstand laden. 15k. Mit irgendwie sowas hatte ich gerechnet. Weil ich ja hier doch relativ nah ran muss. Und ausgerechnet die Einheiten, die gut im, die noch einigermaßen Leben haben, kommen nicht besonders gut dran. So, ich kann mein letztes Opfer da hinstellen. Das letzte Opfer. So. Hey, ich habe wieder positive Goldwerte, trotz der ganzen Einheiten, die ich da habe. Ach ja, es läuft doch schon wieder. Einzige Problem an diesen Karten mit, die so groß sind und mit vielen Einheiten ist, man muss immer, wenn man eine Runde irgendwie den Mist gebaut hat, wie ich gerade, dann muss man immer so lange warten, bis man wieder dran ist. Er wehrt sich gut. Ach, der lebt sogar immer noch. Aber das ist eigentlich völlig egal. So. Die Nacht bricht an. Mit dem Anbruch der Nacht steigen meine Einheiten in ihren Angriffswerten. Und ach, komm schon. Ah, es hätte jetzt nicht sein müssen. Immerhin kann ich ihn killen. Okay, Elfchen. Wir wollen jetzt ein paar Antworten von dir. Rede. Nun gut. Was wollt ihr wissen? Zunächst, wer verriet Borstep? Wir haben Spione. Zwing mich nicht, dir noch mehr weh zu tun. Ich gestehe, Shantaum, der Selbstgefällige, verriet, wo die Schamanen sich aufhalten und dass es ein Sammelpunkt und Waffenlager für euch Orks war. Pah! Versuch nicht, die Einheit der Horde mit einer dummen Lüge zu untergraben. Nein, wirklich, es ist alles wahr. Er ist eifersüchtig auf einen jungen Emporkömmling namens Capoe. Er sagt, alle Schamanen kriechen ihm in den Hintern, nur weil sein Vater ein schwarzes Auge hatte oder so. Rede von Schwarzauge Karun mit Respekt, du Waldlaus. Wo sind die Schamanen? Sie sind, die Menschen haben sie getötet. Du lügst. Ich lüge nicht.
Ihre Leichen wurden in den See geworfen und sind jetzt im Eis erstarrt. Geht und berichtet, was ihr gefunden habt. Ja, Häuptling. Einige Minuten später. Häuptling, es ist wahr. Es ist wahr. Die Schamanen wurden ermordet. Was? Nun sind diese spitzohrigen Mistkerle und dieses Menschengeschmeiß zu weit gegangen. Eisen und Blut, Grunzer, schwärmt aus. Rächt diese Untat, richtet jeden Menschen und jeden Elf. Keine Gnade, keine Gefangenen. Was machen wir mit dem hier, Häuptling? Werft ihn in den See, soll er doch erfrieren. Mann, ich wünschte, ich hätte ihn nicht mit den Echsen umgebracht. Ich bin mir immer. Es ist mit die schwierigsten Stimmen, den S-Laut immer zu betonen. Das vergesse ich jedes Mal. Naja, aber das. Yay. Wow, das hat lange gedauert mit dem Richten. Rasend vor Wut massakrierte die orkische Horde alle Menschen, Elfen und Zwerge, derer sie habhaft wurden. Sie durchwühlten alle Ruinen, durchkämmten die Wälder und durchstöberten selbst den Schnee. Erst langsam dämmerte ihnen, welche Konsequenzen der Tod der Schamanen hatte. Der große Rat war zerschlagen. Es gab nun nichts, was die orkischen Stämme einte. Sobald sie wieder anfangen würden, gegeneinander zu kämpfen, würden die Menschen sie mit Leichtigkeit auslöschen können. Kapuei jedoch schwor sich, dass dies nicht geschehen würde. Diese ganze Sache stank nach Verrat, um Zwietracht zu säen. Wenn dem Elfen zu trauen war, dann steckte Shan Taum der Selbstgefällige hinter all dem. Kapuei verstand nicht, wie ein Ork so gegen seinesgleichen arbeiten konnte. Er entschloss sich persönlich nach Bitok zu gehen und den Verräter Shan Taum zu ziehen. Und gegen den Verräter Shan Taum zu ziehen. Bitok lag weit entfernt und viele Orkstämme säumten den Weg, um sich freiwillig anzuschließen oder nach guter Orksitte durch Eisen und Blut überzeugt zu werden. Kapoes Veteranen akzeptierten ihn als weisen und fähigen Anführer und schworen ihm die Treue. Er sandte sie aus, um die anderen Stämme zu sammeln, wenn nötig mit Gewalt. Albrok ging nach Westen, entlang der Strecke, die Kapoe vor einem Jahr beschritten hatte. Flatar wurde nach Süden entsandt, um die Stämme entlang der Hagerberge und der östlichen Trauerhügel zu sammeln. Kapoe selbst zog Südwest, direkt nach Bitok. Die Zeit drängte, denn im Frühling mussten sie wieder in Dorest sein, um die Menschen endgültig zu bezwingen. So vorbereitet zog Kapoe gen Bitok, und zur Wurzel allen Übels. Bürgerkrieg. Tja, das Shantaum, okay, dass er so weit gehen würde, hätte ich nicht gedacht, weil die Schamanen sind ja eigentlich eine Instanz, die schon alle Orks akzeptiert haben. Also ich meine, er muss sich doch irgendwie im Klaren gewesen sein, dass er damit sämtliche Orks überall gegen sich aufbringen würde, wenn das rauskommt und dass die Elfen und Menschen gegen die große Horde keine Chance haben, sollte ihm auch klar gewesen sein. Wenn wir vor dem Frühling nach Bitok und zurück wollen, dann müssen wir uns beeilen. Wir ziehen sofort los, schlagt jeden Widerstand gnadenlos nieder. Ich will dieses Gebiet fest unter Kontrolle haben, sobald wir hier durch sind. Schwarzauge! Wir werden uns nie einem Emporkömmling wie dir unterwerfen. Verzieh dich, oder du findest deinen Schädel erst wieder, wenn er auf einer Lanze aufgespießt ist. Genau. Genau. Ist euch auch so ein bisschen kalt, meine Grunzer? Wie wäre es, wenn wir zum Aufwärmen die Verräter aufmischen? Ja! Beseitigt alle gegnerischen Anführer und sodann führt Kapoe zum Wegweiser im Südwesten. Kapoe und Krü dürfen nicht sterben. Haben wir die Boni der großen Horde noch? Die große Horde, Unterhaltskosten pro Einheit sinken um 1. Das ist immer noch der Fall. Okay, das ist mit den Unterhaltskosten erklärt aber, warum wir mit den Menschen und so immer gegen so massenhaft Einheiten gekämpft haben. So.
Und ich glaube, es würde zu lange dauern, oben rumzugehen und mich dann unten rumzukämpfen. Es ist immer noch Schnee, das heißt, die Kämpfe werden komplett auf den Wegen stattfinden. Also ich brauche meine beiden Wolfsreiter, um die Häuser zu besetzen. Und dann ziehe ich mit einem Großteil meiner Armee, glaube ich, direkt nach Westen gegen ihn, gegen Braga. Nach Braga dann gegen Meato. Und dann gehe ich mit dem Rest der Armee nach unten, um gegen Rakwan zu kämpfen. Und gleichzeitig mache ich eine kleine Ogre, eine kleine Troll-Streitmacht. Nicht viele, nur so ein paar. Und die ziehen direkt nach unten über die Berge. Sie ziehen hier runter, dann über die Berge. Ich vermute mal, dass er seine Einheiten hier durchschicken wird. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier. Ich nehme übrigens Capoe diesmal auch direkt mit. Glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Aber vorher mache ich eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme schon wieder 2 Stunden lang auf. Und meine Stimme ist vom ganzen Capoe-Sprechen irgendwie ein bisschen angeschlagen. Aber ich mag das irgendwie, keine Ahnung. Die Orks zu synchronisieren macht Spaß, auch wenn ich irgendwie nur eine Ork-Stimme habe und die dann in verschiedene Tonlagen versetze. Aber egal, ich muss mir da mal was ausdenken. Für die Orks. Für die Orks. Ich habe auch keine Ahnung, wahrscheinlich sprechen die völlig anders. Für den Troll müsste ich eigentlich auch tiefer sprechen, aber egal. Ich krieg das irgendwann hin. Ich meine, wir sind ja auch erst 200 Folgen in Battle for Westen und da. Egal, vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder zurück. Mit der großen Horde und dem Sohn des Schwarzauge, Capoe. Wobei ich mich gerade eben in der Pause gefragt habe, warum die alle bitte so dämlich sind, sich der großen Horde entgegenzustellen. Ich meine, dass wir gewinnen werden, ist eigentlich total klar. Aber gut, deren Entscheidung. So, und ich mache die Taktik, die ich letztes Mal gesagt habe. Kriegstroll, Troll, Troll, Schleuderer. Es ist einiges an Minus. Also ich bilde nächste Runde noch aus und dann mache ich mich auf den Weg. Die bilden aber alle nicht unbedingt schlechte Einheiten aus, muss ich mal kurz anmerken. So, du und du und du und du, ihr geht nach unten. Der Rest macht sich auf den Weg Richtung Gegner. Ich überlege gerade, ob ich aufs Gold scheiße und einfach ausbilde oder ich glaube, ja, ich bilde nicht vollständig alles aus. Einen Herbaristen, so noch 2 Trollwelpen für die Armee unten und einen Schützen und einen Grunzer für mich. So. Dürften die Level 1er ja. Ich muss eigentlich mehr auf die Level 1er gehen. Weil die mich nicht ins Minus bringen, oder? Die Unterhaltskosten minus 1 sind und Level 1 Einheiten haben Unterhaltskosten von 1. Dann dürfte ich ja eigentlich keine Unterhaltskosten für Level 0 Einheiten zahlen, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt. So. Was haben die ja jetzt eigentlich noch alles ausgebildet? Nichts. Ein. 4. Okay. So, dann mache ich mich diese Runde aber auf jeden Fall auf den Weg. Guck mal ganz kurz. Grunzer. Grunzer. Schütze. Schütze. Ja, die kosten tatsächlich nichts. Ich hätte viel mehr auf die gehen sollen. Das war ein Fehler. So, ich brauche einen Trollwelpen noch. Und noch einen Wolfsreiter. Und dann habe ich genug. Ich weiß gerade gar nicht, was mit meiner Stimme los ist.
Irgendwie.